Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht in der Scientology-Kirche. Die Scientology ist eine moderne Religion. Sie wurde Mitte des letzten Jahrhunderts gestiftet und der Stifter heißt L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard war ein Mensch, der sich intensiv mit allen anderen Menschen beschäftigt hat, um zu gucken, wie es ihnen geht und warum es ihnen nicht gut geht oder warum es ihnen nicht so gut geht, wie es sein sollte oder könnte. Und er hat sich genau bemüht, um den Menschen zu verstehen. Daraus gibt es die Scientology, die kommt von Skire und Ologie. Zusammengesetzt wäre das die Lehre vom Wissen. Und so eine Lehre haben wir auch. Es gibt ganz viele Bücher und Vorträge, wo man die Scientology genau studieren kann. Und es gibt einen Weg, einen spirituellen Weg, der einen Schritt für Schritt in Richtung persönlicher, spiritueller Freiheit nimmt, wo man Erkenntnisse hat, wo man der Wahrheit näher kommt und wo man sich selbst und andere sehr viel besser versteht und, ich würde sagen, Freundschaft mit dem Universum schließt. Und ich lese nun als erstes das Glaubensbekenntnis der Scientology-Kirche. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religionen weder entfremdet noch in nicht-religiösen Gebieten geduldet werden sollten. Und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist, dass er danach strebt, zu überleben, dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven, das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Für diesen Sonntag habe ich mir ein Thema ausgesucht, von dem ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, warum ich es mir ausgesucht habe. Ich habe da mal als Überschrift hingeschrieben, das Geheimnis des Universums. Das ist jetzt wirklich sehr umfassend, aber ich sage euch das eine, ich kann da schon mal ganz einfach sagen, das Geheimnis ist, da gibt es keins. Tatsächlich kann man das Universum ganz gut verstehen und man kann wirklich viel Wissen bekommen und es dann noch sehr viel besser verstehen. Ich lege euch jetzt da mal dieses Buch ans Herz, ich halte es schon in der Hand. Das heißt Scientology, die Grundlagen des Denkens, das grundlegende Buch über die Theorie und Praxis der Scientology für Anfänger. Das ist ein Buch, das ich selbst eher für fortgeschritten halte. Man kann einen Satz lesen und den verstehen und versuchen umzusetzen und dann den nächsten Satz. Es ist ein wunderbares Buch, steht wirklich viel drin. Und da sage ich jetzt mal zum Thema Wissen oder Nichtwissen hier aus dem Vorwort einen Satz zitiert. Für einen Scientologen ist die Dummheit die wirkliche Barbarei auf Erden. Nur im schwarzen Schlamm der Unwissenheit können die irrationalen ideologischen Konflikte keimen. Und das ist eine Einstellung, der kann ich mich durchaus anschließen. Nicht nur, weil ich Scientologe bin, sondern als Scientologin habe ich wirklich genau diesen Eindruck. Ohne Wissen kommt man nicht weiter. Ohne Wissen versteht man nicht, warum sind die Dinge so, warum gibt es hier einen Konflikt, warum breche ich hier in Tränen aus, warum gibt es dort einen Krieg, warum gehen die Dinge nicht weiter, warum kann man nicht friedlich miteinander leben und so weiter und so weiter.
mal ganz abgesehen von den Fragen, wo komme ich eigentlich her und wo gehe ich hin. So viel zum Geheimnis des Universums. Jetzt steige ich aber doch freundlicherweise ein bisschen genauer ein in das, was ich eigentlich, glaube ich, ursprünglich sagen wollte. Ich hoffe zumindest, dass es das war. Es gibt das Kapitel 7 hier drin und das heißt die Teile des Menschen. Und ich glaube, diese Teile des Menschen, die muss man ein bisschen besser verstehen oder ein bisschen betrachten, damit man überhaupt eine Idee davon kriegt, warum wir so locker sagen können, dass man Dinge überhaupt verstehen kann. Fangen wir mal mit einfach dem wichtigsten Teil von so einem Menschen an. Oder nein, machen wir es ganz anders. Fangen wir mal mit dem unwichtigsten Teil von so einem Menschen an. Das ist der Körper. Das ist dieses Ding, was hier steht. Ist natürlich belebt, sind Zellen, ist ein Wunder der Technik für sich, also ein Wunder der Biotechnik, wie das funktioniert und wie sich das regeneriert und wie da die Haare wachsen und die Nägel wachsen und so weiter und so weiter. Also es ist eine ganz tolle Kiste, aber sie ist einfach ein Körper und sie wird belebt von etwas anderem. Der Körper trifft nicht eure Entscheidungen und der Körper hat nicht euer Wissen gespeichert. Genau, den Körper schickt irgendjemand anderes durch die Gegend. Also es gibt etwas, das sagt, heb mal die Hand. Und dieses Etwas ist der wichtigere Teil, dieses Etwas seid ihr selber. Also, wenn ich sage ich, dann meine ich ein geistiges Wesen, etwas, was spirituell ist, etwas, was man nicht sehen kann, nicht riechen kann. Man kann es fühlen, man kann es ein bisschen wahrnehmen, aber nur die Energie, die davon ausgeströmt wird. Eigentlich ist die Sache selbst, dieses Wesen tatsächlich ohne Gewicht, ohne Masse, ohne irgendetwas. Was es hat, es hat Wahrnehmungen, es kann ganz viele Dinge wahrnehmen und es kann Energie erzeugen, es kann einen Ort erzeugen, es kann sagen, ich bin hier und ist dann da. Dieses geistige Wesen besitzt einen Körper, nicht andersrum. Also es ist nicht so, dass dieser Körper eine Seele hat, sondern tatsächlich seid ihr selbst der Besitzer von diesem Körper. Und ihr begleitet diesen Körper von Anfang bis Ende und dann werdet ihr ihn irgendwann mal verlassen, wenn es dann soweit ist. Aber das ist natürlich im Moment gerade nicht so. Und es gibt noch einen dritten Teil, den man kennen sollte. Jeder von uns hat einen Verstand. Und dieser Verstand besteht aus lauter Bildern. Man könnte sich vorstellen, wie so Kinofilm in der Vergangenheit. Mit dem kleinen Unterschied, dass dieser Kinofilm ganz viele Wahrnehmungen enthält, weil Kino ist ja zum Angucken und zum Hören, aber alle anderen Wahrnehmungen sind da eigentlich nicht mit dabei. Wir selber haben viele, viele, viele Wahrnehmungen. Also Sehen und Hören sind nur die ganz grundlegenden. Natürlich Riechen, Schmecken gehört zum Riechen irgendwie mit dazu. Und Fühlen, Tasten, das sind die quasi jetzt mal ganz normalen Wahrnehmung, aber ihr habt noch mehr. Ihr habt zum Beispiel auch die Wahrnehmung, was ist um euch rum los, die Bewegung, die um euch rum passiert. Die könnt ihr auch mit geschlossenen Augen wahrnehmen. Oder ihr könnt zum Beispiel den Salzgehalt eures Körpers wissen. Braucht der jetzt ein paar Mineralstoffe, braucht der irgendwas oder braucht der gerade nicht? Ihr könnt Emotionen wahrnehmen. Kennt ihr das, dass nebenan jemand ganz, ganz sauer wird und ihr wisst eigentlich nicht, was los ist, aber irgendwie schwingt gerade der Magen ganz komisch? Und das ist auch eine Wahrnehmung, die man hat. Und so gibt es 50 Wahrnehmungen, rund 50 Wahrnehmungen, die jeder von uns hat. Und diese sind alle im Verstand aufgezeichnet, in Bilderform. Wenn ich euch also jetzt bitte, euch ans Frühstück zu erinnern und dann mal kurz zu riechen, wie es dann gerochen hat, wahrscheinlich könnt ihr euch an den Geruch erinnern oder wahrscheinlich könnt ihr die Wahrnehmung von diesem Geruch zurückrufen. Vielleicht könnt ihr euch auch nur zurückrufen, was ihr gesehen habt oder was ihr gehört habt. Bei manchen Menschen sind diese Wahrnehmungen ein bisschen abgegrenzt, aber sie sind vorhanden und man kann sie jederzeit wieder ausgraben. Genau. So, jetzt haben wir drei Teile. Also ich oder das, was einen lebendig macht, die sich des Bewusstseins bewusste Einheit, wie Euron Hubbard in seinem ersten Buch schreibt, weil dieses Ding hat eben Bewusstsein, das weiß, dass es ist. Es weiß, dass es etwas weiß, es weiß, dass es was wissen will und das ist einfach die Person selbst. In der Scientology nennen wir dieses geistige Wesen den Tetan. Das ist jetzt einfach nur ein anderes Wort dafür. Man könnte wahrscheinlich auch Seele sagen, aber Seele ist mit so vielen
Begriffen und Ideen aus der Vergangenheit behaftet, dass Aaron Hubbard lieber ein neues Wort gewählt hat, um da nicht alles durcheinander zu bringen. So, jetzt haben wir also drei Teile. Wir haben eben diesen Tetan, wir haben den Verstand, der aus lauter Bildern besteht und den man natürlich zu Rate ziehen kann, zu einem Vergleich. Man kann sagen, in der Vergangenheit war es so, wo ich mich mit dieser Freundin laut unterhalten habe, hat sie gedacht, ich will ihr was Böses, wo ich versucht habe, den Goldfisch zu fangen, da hat es nicht geklappt, da brauche ich jetzt eine andere Methode und so weiter. Also man hat seinen Verstand, damit man das Wissen, das da drin steckt, benutzen kann. Und dann gibt es den Körper. Und auf den muss man ein bisschen aufpassen, den muss man füttern, man muss schauen, dass er nicht zu kalt wird und nicht zu heiß und dass er Wasser kriegt und all diese Dinge. Und diese Körper sind ein bisschen kompliziert, aber sie sind auch ganz nützlich, weil man möchte sich ja mit anderen Leuten unterhalten können. Und das geht zum Beispiel mit einem Körper wirklich sehr viel besser. Genau. So, also drei Teile. Und ich hatte von diesem Geheimnis gesprochen, das es nicht gibt. Man muss jetzt einen kleinen Unterschied machen zwischen materiellen Dingen, Materie, Energie, Raum und Zeit und spirituellem. Spirituelle Energie ist schon die gleiche Energie, nur sehr viel feiner. Und so ein Tetan, der kann ganz schön viel bewirken. Der kann sagen, so, ich möchte, dass hier ein Haus gebaut wird und dann kann er das beabsichtigen und dann kann er das planen und dann kann er die Kohle dafür verdienen und dann kann er mit anderen Leuten reden, damit das dann funktioniert und er kann sich das Ideen ausdenken, erschaffen und so weiter. Und lebendige Wesen bewirken etwas, Materie, also hier das Buch oder der Fußboden oder die Wände oder die Luft da draußen, die bewirken eigentlich gar nichts. Also, die Luft wird zwar manchmal durch die Gegend gewirbelt und dann fällt ein Baum um oder fällt ein Haus um, aber die wirkliche Veränderung, das, was langfristige Veränderung ist, das, was kreativ ist, das, was entsteht, das, was wächst, das seid ihr selber. Und an und für sich habt ihr da, wenn ihr diesen Teil versteht, schon das meiste verstanden, nämlich wenn es eine Änderung geben soll, dann müsst ihr die machen. Wenn ihr wollt, dass jemand anderes eine Chance bekommt, sich zu ändern, dann muss man ihn ausbilden, dass er weiß, was er will und dass er versteht, was er will und dann kann er das selber bewirken. Andere Leute ändern geht nicht so gut, also ist mir noch nie wirklich geglückt, aber man kann ihnen helfen, indem man ihnen einfach das Wissen gibt, wie sie sich selber ändern können und dann funktioniert das auch. So, und viel mehr Geheimnis wollte ich euch für diesen Sonntag gar nicht verraten, aber wenn ihr seht, dass was passiert, dass sich was ändert, dass irgendwas Spannendes passiert, was größer wird, was kleiner wird, was kaputt geht, könnt ihr immer davon ausgehen, da steckt jemand dahinter, der es tut. So viel zum Geheimnis. Jetzt werden wir zusammen ein Gebet beten. Das ist ein deutsches Gebet für völlige Freiheit. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, so dass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist. Jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erlitten haben. Jener, die geknechtet oder gequält und aller, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können, sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not, Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen, ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine gute Woche. Und weil ihr Tetans seid, bewirkt doch einfach etwas, was ihr wirklich gerne haben wollt und arbeitet daran, um es zu erschaffen. Denn das könnt ihr. Ich gebe ja immer eine Hausaufgabe auf. In diesem Fall ist das die Hausaufgabe. Also, ich wünsche euch eine gute Woche. Vielen Dank.